Hallöchen, heute möchte ich euch einmal die Stanzen und Stempelsets, die in einem zusammengehören, ausprobieren und zeigen. Ich habe mehrere Sets ausgewählt, die zeige ich euch jetzt alle nach und nach. Ich muss dieses Video gerade zum zweiten Mal drehen, da mir beim ersten Dreh so viel passiert ist, sagen wir es mal ganz nett, dass ich das auf jeden Fall nicht online stellen kann. Deswegen fangen wir jetzt einmal direkt an damit, dass ich euch die Stempel- und Stanzensets zeige, welche ich zur Verfügung habe. Ich habe einmal dieses dreiteilige Set. Dann habe ich dieses vierteilige Set. Hoppala. Und ich habe noch ein Set, was ich zwei Sets, was ich aus einer Auflösung gekauft habe. Sieht aber auch nach Action aus. Wann es die gab, weiß ich nicht. Jetzt einmal dieses und noch ein anderes. Da habe ich schon ein bisschen was rausgenommen. Das kann ich euch gleich mal versuchen, so zu zeigen. Da sind also zwei Stanzen dabei. Einmal der dieser Schneestern und einmal die Schrift. Und hier habe ich gerade beim ersten Dreh schon gemerkt, weil es geht mir darum, dass ihr seht, welche falsch rum sind und welche richtig rum sind. Und bei dem ersten Set, was ich ausprobieren wollte, habe ich schon gesehen, es ist falsch rum, also spiegelverkehrt. Das bedeutet, ich stanze mir erstmal das Motiv aus und stempel dann im Nachhinein. Ich nehme alte Verpackung und weil das hat gleich eine richtig schöne Dicke. Daraus mache ich mir dann für meine Weihnachtspost dementsprechend die Dekoration direkt mit. Die Hinterseite sieht man dann ja eh nicht mehr. Das macht ja nichts. Und da ich ja jetzt falsch rum spiegelverkehrt stempeln, stanzen muss, mache ich das auch so, dass es nicht auf der schönen Seite liegt, sondern auf der Außenseite der Verpackung. So, wir kurbeln das jetzt einmal durch. Und stempeln das einmal ab. So, jetzt muss ich einmal nachdenken, wie ich das richtig hinlegen muss. Ich glaube, einmal auf den Kopf. Nein. So, wäre das richtig? Jetzt gucke ich mal. Genau. Also den Stempel habe ich schon einmal auf die Stempelhilfe aufgelegt. Jetzt gucke ich auch, dass das hier... Ich mache das jetzt einmal genau andersrum, weil es ist ja so spiegelverkehrt. Jetzt hatte ich da noch ein bisschen Tinte mit drauf. Das ist aber nicht schlimm. So. Jetzt nicht verrutschen. Ich nehme jetzt diese Memento-Tinte. Ich werde den Schriftzug einmal Tinte versehen, dann das runterklappen und schon auf die ausgestanzte Stanzform aufbringen. So. Sieht auch super aus. Kann man natürlich in mehreren Farben machen. Und das ist dann schon mal mein erster Schriftzug für meine Post. So, also ich werde mir auch auf jeden Fall Zettel in meine Folien reinlegen, von wegen erst stanzen und spiegelverkehrt und dann stempeln oder wenn es richtig rum ist, kann man auch erst stempeln und dann stanzen. Das ist wohl anscheinend so eine kleine Tücke bei diesen Sets bei Action.
Und deswegen möchte ich das einmal alles ausprobieren. Nehme ich mir noch ein bisschen Resttuch und mache hier meine Stempel schön sauber. So, das war Versuch Nummer 1, der macht nichts. Dann haben wir hier noch eine Stanzform. Ich nehme mal fast an, das ist das gleiche Prinzip. Ich stanze mal schon mal aus. Das ist eine Schneeflocke. Mache das genauso. Upsi. Hier klebt hier noch mein erstes Stanzteil dran. Wir mal, wie das dann ausschaut. Das ist einmal Hebes. Und da gucke ich jetzt, wie es am sinnvollsten drauf passt. Ja, und es wäre definitiv auch spiegelverkehrt gewesen. Jetzt lege ich das alles so in meine Stempelhilfe. Ich klappe die einmal zu. Ich müsste sie vielleicht eigentlich ein bisschen sichern, das Papier. Bei vorausgestanzten Sachen ist das immer ein bisschen blöd. Das kann ja alles so blöd verrutschen und weiß ich nicht was. Ist natürlich schade. Ich nehme hier nochmal eine andere Farbe, das Blau. Gucken, ob das auch funktioniert. Man muss ja nicht immer nur ein Schwarz stempeln, es sei denn natürlich, man möchte das ausmalen oder was auch immer. Man kann natürlich auch in mehreren Farben stempeln. Das ist ja ganz egal, wie ihr das gerne machen wollt. Man kann das so ein bisschen versetzt stempeln. So, super. Also das sieht auch richtig schön aus. Und das ist Stempel und Stanze Nummer 2. Mache ich das sauber, pack das weg, mache mir eine Notiz rein. Und dann machen wir das nächste Set. So, dann machen wir mal mit dem nächsten Set weiter. Ich habe das eingepackt, habe mir da eine Notiz dran gemacht, damit ich jetzt weiß, wie es das nächste Mal klappt. Jetzt kommt dieses Set dran. Da habe ich geguckt, das ist eine Schneekugelstanze mit einem Hirsch. Ich glaube, das ist alles relativ gleich ist, dass da keine Seite irgendwie anders aussieht. Deswegen nehme ich an, es ist völlig egal, welche Seite wir hier als erstes stempeln oder stanzen. Das müsste eigentlich, das Prinzip müsste eigentlich das gleiche sein. Deswegen lege ich mir jetzt einfach mal das Papier hier hin. Hoppala, hoppala. Schmeiße die Stanze eben mal fix runter. Nehme meine Stempelhilfe und klebt jetzt schon gut. Einmal hoch, nehme auch gleich schwarze Tinte. So. Und abstempeln. Das Bild sieht fantastisch aus, muss ich tatsächlich zugeben. Richtig, richtig schönes Stempelergebnis. Jetzt hole ich mir erstmal meine Schere, schneide das Stück aus, dass ich es dann gleich einmal durchkurbeln kann. Nehme mir auch gleich etwas Masking Tape und hebe erstmal meine Stanze wieder auf. Dann legen wir uns mal unser Bildchen
Stanzmaschine. Passen die Stanze dementsprechend an und das sieht hervorragend aus. So, es ist natürlich noch etwas feucht von der Tinte. Aber ich bin so ungeduldig. Ich möchte das jetzt machen. Ich klebe mir das ein kleines bisschen fest. Und dieses Stück Masking Tape nutze ich tatsächlich mit Sicherheit 3000 Mal, bevor ich es dann wegschmeiße, weil es dann zerrissen oder nicht ist oder nicht mehr klebt. So. Dann kurbeln wir das einmal durch und das sieht dann halt so aus, als wäre die Stanze und das Stempelset, das Stempel so kompatibel, dass man es nicht spiegeln muss. So, meine Hände sind schon schwarz. Hervorragend. So sieht das dann aus. Also, das ist nicht falsch rum. Ja, nicht richtig rum, weil ich, wie gesagt, davon ausgehe, das ist jetzt wie, es ist halt komplett gleich rechts wie links und nicht irgendwie eine Seite etwas anders oval oder anders rund wie die andere Seite. Von daher muss man bei der nichts beachten. Dann brauche ich auch keine Notiz da reinpacken, räume die auf Seite und packe die nächste aus. Dann nutzen wir jetzt eins meiner neueren Sets. Das ist das Set 1 von den ganz neuen, die ich mir gegönnt habe. Ich habe das jetzt hier vorbereitet, will das einmal abstempeln. Blümchen, die Frucht möchte ich einmal etwas pink haben und den Kakao oder was das ist, den mache ich schwarz. Also da kann man wirklich nichts sagen. Ich finde es wunderschön, das Ergebnis. Das sieht richtig, richtig toll aus. Dann wollen wir auch mal schauen, ob das mit der Stanze genauso hinhaut. Wenn ich das drauflege. Das sieht verdammt gut aus. Die ist also auch schon mal richtig rum. Und die andere auch. Ich bin begeistert. Macht mir das Leben etwas leichter. Einmal fest. Zweimal fest. Und einmal durch die Maschine durch. Ich muss unbedingt aufpassen, weil das ja immer noch etwas feucht ist von der Tinte. Aber klappt wunderbar. Und sieht echt wirklich, 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 wirklich schön aus. Einmal anschauen. Also ich finde, perfekt. Ich freue mich. Auch dieses Set ist richtig rum. Also somit keine Notiz notwendig. Und es ist einfach leichter für mich. Da muss ich nicht so viel umdenken.
Dann widmen wir uns gleich dem nächsten. Damit ich euch mit der Länge des Videos nicht überstrapaziere, habe ich Set 2 und Set 3 einmal schon vorbereitet. Gute Nachrichten, sie sind alle richtig rum. Beim Set 2, bei dem, wie sagt man noch gleich, Türkranz, war ich so verzweifelt. Ich habe das Ding gedreht und gedreht und gedreht, bis ich das mal gefunden habe, wie es auflegt. Aber es ist schön geworden. Hier ist mir ein bisschen schwarzer Stempel von meinem Finger dran gekommen. Macht aber nichts. Da kommt dann vielleicht eine kleine Minischleife drauf oder ein paar Perlchen oder was anderes, um den 3D-Effekt noch ein bisschen rauszuholen. Von daher alles nicht so wild. Kann passieren, kann man kaschieren. Und beim Set 2 ist auch noch eine Schleife. Die ist auch richtig rum. Und die habe ich in pink-rosa gestempelt. So, dann habe ich noch bei Set 3, das ist dieses hier, da ist die Schrift und der Rahmen zum Stempeln und Stanzen vorgesehen. Bei der Schrift muss ich noch aufpassen, ist etwas feucht noch. Habe ich jetzt natürlich einen tollen Ohrwurm, weil da steht drauf, It's the most wonderful time of the year. Viel Spaß mit eurem Ohrwurm, bei mir hängt er fest. Vielleicht habe ich euch ja jetzt auch einen verpasst. So, und ansonsten haben wir hier noch dieses, ich sage jetzt mal Etikett, auch noch. Und das hat auch super geklappt. Wie gesagt, alles richtig rum, keine Notiz notwendig. Und für mich ist es natürlich wesentlich schöner. Dann haben wir jetzt noch viermal Stanzen und Stempel vor uns. Und dann haben wir es auch schon geschafft. So, bei diesen Sets haben wir natürlich jetzt die Herausforderung. Das sind drei Stempel, glaube ich, pro Stanze, die man dann natürlich aufbringen muss. Und wenn die, ich sage jetzt mal, verkehrt herum sind, wird es etwas schwieriger, glaube ich. Ich weiß es nicht, aber ich vermute das mal. Wir probieren das jetzt mal aus, ob wir da auch so einen kleinen Übeltäter finden, der falsch rum ist. Und ich bereite das jetzt mal vor und dann schauen wir mal, ob wir Glück haben oder eher Pech. So, da ich mir das beim ersten Set schon gedacht habe, beim Auflegen, dass da irgendwas nicht stimmt, habe ich es direkt einmal ausgestanzt und schon die Schablone, das ausgestanzte Teil auf meine Stempelhilfe gelegt und habe die Stempel schon da drauf fixiert oder drauf gelegt. Hier da, wo es sich bewegt, hier hinten. Ich versuche jetzt, das so sauber wie möglich auf die Stempelhilfe anzubringen, weil es ist verkehrt rum. Ja. Schade, macht es mir nicht einfacher. Besonders bei einer Dreierkonstellation finde ich das ein bisschen schwierig. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich dann dieses Blatt verrutscht. So. Jetzt wollen wir da mal ein bisschen Farbe ins Spiel bringen. Ich möchte trotzdem, dass das mehrere Farben hat. Da ist jetzt ein Weihnachtsbaum, den mache ich dann in grün. Da ist ein Nikolaus, der wird in schwarz. Und eine Christbaumkugel, die mache ich dann wahrscheinlich lila oder rot. Man muss dann halt jetzt ein bisschen aufpassen, weil das liegt wirklich dicht beieinander. Also schaut, dass ihr da euch nicht die anderen Teile mit einfärbt. Wenn ihr es nicht unbedingt wollt, wenn euch das egal ist, dann wird es halt ein bisschen bunt, ist auch nicht schlimm. Dann gucken wir mal, ob das gleich auch geklappt hat. Also ich befürchte, oder beziehungsweise ja, es ist halt so, wie ich befürchtet habe, bei den schwierigen Stanzen ist es noch schwieriger, weil es verkehrt herum ist. Ich finde es halt einfacher zu stempeln und dann zu stanzen. Aber naja, nur ist halt so, sie sind trotzdem schön, sie sind trotzdem preiswert. Da kann man nichts sagen. Und wenn man es weiß, weiß man ja auch, was man machen muss. Kriegt man ja hin. So, ich hoffe, das hat jetzt geklappt. Bin auch nicht an die
ausgestanzten Teile drangekommen. Dann legen wir das einmal drauf und dann zeige ich euch auch das Ergebnis schon. Es sieht trotzdem fantastisch aus, also ich kann wirklich nichts sagen. Hier sind noch zwei Teile, die ich raustrennen muss. So sieht das aus. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Also es ist wirklich wunderschön. Und ihr kennt ja auch diese 3D-Stanzen, diese runden. Wenn das jetzt mit der Größe her passt, könnte man natürlich hier drumherum auch noch, oder mit einer Rundstanze, noch irgendwie einen Rahmen drumherum machen oder was auch immer in einer anderen Farbe. Das geht ja auch. Oder man malt es an oder man macht vielleicht ein bisschen Band drumherum, was auch immer, je nachdem, wie ihr das wollt. Also es sieht schön aus, aber es ist schwieriger, da es tatsächlich wieder spiegelverkehrt ist. Aber ist ja, wie gesagt, ich finde es jetzt nicht so schlimm. Ich finde es halt nur anders einfacher. So, bei Stempelset Nummer 2 ist das noch eine Nummer härter. Ich habe das vorbereitet, es ist wieder spiegelverkehrt, das kriegen wir ja nur hin, wir wissen, wie es geht, kein Problem. Aber hier ist das Problem, diese Stempel lappen übereinander. Sprich also, wir haben das gestanzte Teil, was schon verrutschen kann. Klar, man kann das auch irgendwie an der Seite jetzt hier ein bisschen festkleben oder mit einem, wie nennt man, Minimagnet oder irgendwas, dass das nicht verrutscht. Aber wir müssen jeden Stempel einzeln drauf stempeln und dann müssen wir gucken, was soll vorne und was soll hinten sein. Das ist natürlich nochmal eine schöne Herausforderung. Ich finde, das können wir dann jetzt noch einmal zusammen machen. Ich glaube, das interessiert euch vielleicht auch. So, wir machen das jetzt so wie schon am Anfang einmal gezeigt. Ich sage ja, der Tisch, der ist irgendwie zu klein. Ich habe zwar einen Riesentisch, aber irgendwie verstehe ich gar nicht. So, dann schauen wir uns das mal an. Jetzt hätte ich es fast wieder falsch rum gestanzt. Wir stanzen uns jetzt mal eine schöne weiße Fläche aus. Und somit erhalten wir das spiegelverkehrte Teil. So, trennen uns einmal das weg. So, das sieht dann so aus. So, hier drumherum die ausgestanzten Teile mache ich nachher alleine raus. Dann nehme ich mir immer so eine Stecknadel und stecke die dann da raus. So, und jetzt wird es nämlich interessant. Jetzt können wir das hier einmal festmachen. Wo ist denn mein Masking Tape Stück? Ich glaube, ihr seht es wahrscheinlich nicht. Aber mein Zettel hier weg. Da haben wir es doch schon. Und jetzt versuche ich das auf diesem Moosgummi etwas zu fixieren, weil wenn sich das verabschiedet und irgendwo anders hingeht, wird es noch schwieriger. So, das machen wir schon mal wieder hier drauf. Und jetzt gucken wir einmal, wie ich es gerne hätte. Ich möchte gerne, dass die Häuser im Hintergrund stehen. Deswegen stempel ich die als erstes. So. Man kann es auch andersrum machen. Aber ich hätte das gern so. Die Häuser werden jetzt schwarz. Ich hoffe, das klappt alles so, wie ich euch das auch erzähle. So, ich komme mal noch ein bisschen mehr ins Bild. Tut mir leid. So, sieht fantastisch aus. Also ich muss es wirklich sagen, die Stempelqualität sieht wirklich unglaublich schön aus. So, und den Tannenbaum
möchte ich aber etwas dunkler haben und im Vordergrund. So. Dunkler bedeutet dunkleres Grün, wie ich vorhin benutzt habe. Dafür habe ich hier meine schöne Box. Hier sind die Drops drin zum Beispiel und andere kleine. So, hier, die hier. Und dann nehme ich mir jetzt ein ganz dunkles, sattes Grün. So dieses, das Moosgrün mit der Nummer 25 sieht echt schön aus. Das wäre dann dieses hier. Stempel mir das hier einmal ein. Ist sogar heller, wie ich gedacht habe, so wie es aussieht. Aber schick. Und dann kommt das einmal genau in die Mitte. Ich hätte es vielleicht wirklich in den Hintergrund packen sollen, weil es ist ja hoch. Das heißt, Denkfehler, er hätte nach hinten gemusst, aber es macht mir jetzt nichts. Sieht trotzdem irgendwie cool aus. Ich hatte jetzt einen Denkfehler, der Baum soll natürlich hinten sein, sonst wäre er natürlich nicht so nach oben versetzt. Aber das macht ja nichts. Ich finde es trotzdem schön. Und das ist jetzt halt die Herausforderung, dass man dann halt entweder das mittlere Teil erst stanzt und dann die beiden äußeren, weil alles drei zusammen wird nicht gehen, weil man diese Stempel sonst nicht überlappen kann. Das wird dann halt nicht aussehen. Das wird sich wahrscheinlich verschieben oder was auch immer. Und das ist jetzt das, die nächste Herausforderung. Nicht nur, dass es falsch rum ist, sondern auch, dass die Stempelteile sehr dicht nebeneinander bzw. auch übereinander liegen. Und ich glaube, da mir jetzt der Fehler passiert ist mit dem Baum, werde ich diese Häuser auch noch anmalen. Und da ich ja ein Grün genommen habe, ist das nicht das Problem, da drüber zu malen. Dann sieht man das nämlich gar nicht mehr. Und dann ist der Baum auch relativ schnell wieder im Hintergrund. Das mache ich. Und dann ist das bestimmt auch wieder hübsch. So, das wäre dann das nächste gewesen. So, bei Stanze Nummer 3 ist es ähnlich wie bei Nummer 2. Das ist dieses hier. Da hat man einmal diese Stanze, die ist auch spiegelverkehrt, das sieht man sehr gut, indem man das drauflegt. Also so rum wäre es richtig rum und so rum ist es falsch rum, aber es passt halt perfekt. Hier muss man auch erst ein Teil stanzen und dann die Schleife. Und was man dann auch machen kann, ist einen Spruch in die Mitte. Ich drehe das jetzt nur einmal um, um euch das zu zeigen, wie die das hier gemacht haben. Da ist nämlich das als Beispiel, da haben sie einfach diesen Kranz. Drumherum ist halt, ich sage jetzt mal nichts, da muss man halt schönes Designerpapier nehmen, meiner Meinung nach. Oder das anmalen oder vielleicht selber irgendwas dahin malen oder echte kleine Mini-Sträucher hinkleben, wie auch immer. Und dann in die Mitte vor Weihnachten Merry Christmas oder was auch immer hinstempeln. So ist das bei diesem hier gedacht. Also auch, ich nehme mal an, es ist jetzt wirklich jedes Set komplett von diesem, also jedes falsch rum. Ich gucke dann hier bei dem hier auch, weil ich mache mir da dann dementsprechend auch meine Zettelchen rein. So. Das kann man gut sehen. Ich erkläre euch das hier noch einmal. So, das ist das hier mit der Schleife. Das ist wieder etwas einfacher. Das ist nur ein. Oh Gott, das klebt aber auch. Irgendwann reiße ich mir so ein Gummiteil nochmal kaputt. So, das ist jetzt auch nur einteilig mit diesem hier. Und wenn man jetzt dieses Stempelteil so, also richtig rum mit dem Stempel, was ihr nachher einstempelt, ein Dings mit Tinte. Wenn man das so rum drauflegen könnte, wäre es richtig rum. Aber es ist, wie man sieht, wieder falsch rum. Lege ich es falsch rum drauf mit der glatten Seite nach oben, passt es zu 100%. Bedeutet also, alle vier Sets von diesen sind falsch rum oder spiegelverkehrt. Und ihr müsst wirklich
Erst stanzen, dann stempeln, weil es sonst nicht passt. So, das war jetzt nochmal der Schnelldurchlauf dazu. Ich werde die wahrscheinlich auch gleich nochmal ausstanzen, beziehungsweise wenigstens das vierte, weil das dritte mir vielleicht nicht ganz so gut gefällt, obwohl ich habe ja gesagt, ich zeige euch alle. Ich bereite das vor, ich kurbel einmal durch, ich stempel einmal ab und dann zeige ich euch das Ergebnis. Bis gleich. So, versprochen ist versprochen. Ich habe hier Set 3 und 4 nochmal gestanzt und gestempelt, habe mir auch dementsprechend die Zettelchen schon da reingemacht, dass es spiegelverkehrt ist. Bei Set 3 habe ich wieder Farben genutzt. Das sieht dann so aus. Und da ist mir aufgefallen, man könnte das vielleicht sogar als Lesezeichen nutzen, denn wenn man das hier so reinhaftet, sieht man ja diesen weißen Hintergrund gar nicht mehr und es sieht aus, als würde da im Buch oder in der Zeitschrift oder was man auch nutzt oder das Bullet Journal, den Kalender, was auch immer, da ist dann ein Kranz. Also das finde ich auch schön, so als Lesezeichen, irgendwie knuddelig. Also von daher vielleicht dann hier oben noch den Namen reinschreiben oder draufschreiben oder stanzen, stempeln, wie auch immer, wie ihr das machen wollt, wäre auch noch eine Idee. Und dann haben wir hier natürlich noch das Set 4. Das würde ich dann auch noch dementsprechend anmalen. Das sieht dann so aus, wenn es gestempelt ist und gestanzt. Und somit sind wir nun mit allem durch. Also es ist sehr durchwachsen. Ich glaube, die Hälfte ist richtig rum, die Hälfte ist falsch rum. Und wenn man sich das wirklich nicht merken kann, macht euch ein Zettelchen in die Folien rein oder klebt es euch dran oder was auch immer, damit ihr das weißt, sonst probiert ihr ständig aus und das wäre ja dann auch relativ müßig. Ich habe schon oft gehört, dass sich viele diese Sets auch deswegen gar nicht kaufen, weil das ja doch ziemlich abschreckt. Aber ich finde, ich habe das jetzt auch zum ersten Mal gemacht, ich finde, wenn man es weiß, wie es geht, ist es wirklich, wirklich einfach. Und jetzt auch besonders, weil ich da mein Zettelchen draufgepackt habe, umso einfacher, es macht Spaß, die Stempel sehen wunderschön aus. Also kann man nicht sagen, die stanzen ordentlich aus. Also ich kann nur zum Kauf raten, empfehlen. Ich finde es super, wäre natürlich schön, wenn alles richtig rum wäre, aber ganz ehrlich, manchmal ist es halt so und man kann sich ja auch über Kleinviech aufregen und Kleinmist. Also ich finde es wirklich schön, was dabei rausgekommen ist. Es ist doch jetzt einiges geworden. Und hier ist sogar eine Probeschleife. Die hatte ich, da habe ich gedacht, das ist falsch rum, aber es ist richtig rum. Das habe ich euch natürlich nicht mit abgefilmt. Ich war mir einfach nicht sicher. Hatte ich aber mit dem Kranz genau das Gleiche. Den habe ich schon auf Seite gelegt. Und wenn man sich das anguckt, es sieht doch wirklich schön aus. Also es sind tolle Ergebnisse. Es ist nicht schwer. Es macht Spaß. Und man ärgert sich eigentlich, wenn man das Ergebnis sieht, gar nicht mehr. So, ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen die Angst nehmen, diese Stanz- und Stempelsets zu kaufen. Wirklich macht es. Macht euch einen Zettel rein. Wenn ihr Spaß daran habt, versaut euch den Spaß das nicht, wenn es falsch rum ist. Wirklich nicht. Also ich finde es trotzdem gut gelungen und von daher Daumen hoch auch für die Stempel, die spiegelverkehrt rum sind. So, dann wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund, bleibt mir treu, abonniert mich, liked mich, lasst mir einen Kommentar da, schreibt wilde Liebesbotschaften in meine Kommentarbox oder was auch immer. Ich finde euch super. Vielen Dank für alles. Danke fürs Zugucken. Und ja, auf die nächsten Videos mit mir. Bis dann!